So, und damit jetzt willkommen zurück zu Astralis gegen Flipside. Knife-Round gerade eben entschieden worden und somit hat Astralis dieses Mal die Seitenwahl. Ja, und natürlich fangen sie auf der CD-Seite an. Overpass, nachvollziehbar, absolut. Sorry, wenn ich hier übrigens immer ein bisschen was verpasst davon. Also, gerade von der Knife-Round. Das Problem ist einfach immer nur, dass du hier keine Vorlaufzeit hast. Also normalerweise hast du ja bei den Spielen immer so einen Countdown und das zählt dann quasi runter und dann ist halt gut, dann fängt Knife-Round an. Da kommen noch drei Restarts und so weiter und hier ist einfach nur Batz. Knife-Round. Viel Spaß. Das ist immer ein bisschen schwierig abzustimmen und so leider auch diesmal, aber wir kriegen das sicherlich hin. Wie gesagt, jetzt also Astralis auf der CD-Seite und wir gehen auch schon ab in die First-Round. Auch da gibt es keine Pause mehr dazwischen, dann, da gibt es nichts mehr. Da geht es sofort einfach nur los. Schau mal, die Prey hat sich hier ein bisschen offensiver positioniert, zusammen mit seinem Mate. Die weiß, die beiden versuchen das Ganze also hier zu halten oder einfach nur den Frag zu setzen, um sich dann zurückzuziehen, die Gegner hier quasi schon mal abschwächen. Die Prey hatte jetzt den falschen Moment erwischt, um da wirklich noch einen rauszunehmen. Dementsprechend also früher der Call, dass man zurückgeht, bevor man einen Kill bekommen hat. So kann man es also im Prinzip auch ausspielen. Das Ganze hat halt nur den Sinn, dass die quasi bevor Flips halt wirklich bis zum Spot kommt, dass sie da schon irgendwie Schaden angerichtet haben. Jetzt ziehen wir hier die Weiß und die Prey quasi nochmal mit der defensiveren Variante. Haben sie jetzt ein Stückchen weiter zurückgezogen, aber immer noch so, dass sie momentan reinfacen können. Sie wollen unbedingt noch einen Kill haben. Die Prey allerdings selbst hat jetzt einen ziemlich schönen Headshot abbekommen. Und jetzt also der Moment gekommen, an dem man auf jeden Fall defensiv gehen musste. Das heißt, man hat den Raum da jetzt hergegeben, ohne halt die Gegner irgendwie dafür zu bestrafen, indem man zum Beispiel einen Spieler rausnimmt. Oder halt im Bestfall für Astralis noch mehr. Jetzt kam die erste Gegenflash hier rein. Also man hat es schon völlig richtig hier auf dem Schirm. Das ist höchstwahrscheinlich der Argo Wild von Flipside. Sie haben keine Granaten, das heißt, sie können einfach nur draufrennen. Aber World Edit erneut mit dem wunderschönen Entry-Frag hier. Also Pistol läuft absolut bei ihm. Da kommt nochmal der Nate gegengeflogen, aber trotzdem. Jetzt geht's drauf auf den Spot Device. Wird da auch sofort umgeholzt. Also wenig Chance, irgendwas gegen zu tun. Cypex zumindest einen erwischt. Der hat eine 5-7. Durchaus keine schlechte Waffe in der Pistol, aber ohne Kevlar. Sollte eine Aim-Punch einsetzen. Vor allem haben zwei Spieler zu low HP. Nur noch Kerrigan mit bis gerade eben noch Full HP. Naja, jetzt selbst noch 69. Dann zieht er sich auch schon zurück. Die Prey hat dabei nochmal zwei weggeholzt. Um Gottes Willen, das könnte wirklich nochmal knapp werden. Keine Ahnung, wie er die beiden erwischt hat. Kerrigan vorne weg. Er muss unbedingt einen machen, aber trifft da auch jemanden. Die Prey hat keine Defuse-Kits. Das wird so schwierig für ihn. Er hat selbst noch 9 AP. Das heißt, sobald er irgendwie getroffen wird, ist er sofort einfach tot. Hat sich dann dafür entschieden, nochmal rechts rum zu gehen. Und da war auch Shada schon bereit gestanden. Aber im Endeffekt ist es World, der dann mit seinen 3 Frags, der hier wieder alles klar macht. 1:0 für Flipside. Boah, starke Aktion von Dupree gewesen. Also die beiden Frags darf man durchaus nicht vernachlässigen. Aber gebracht haben sie im Endeffekt dann leider trotzdem wenig. Was du vor? Astralis hat auf jeden Fall gegengekauft. Scheint noch ein bisschen Verwirrung aus Bonn zu herrschen. So, jetzt hat man da wohl alles geregelt. Die Prey der Einzige, der hier ohne Kevlar an den Start geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das für einen Sinn hat jetzt gerade. Also warum er kein Kevlar gekauft hat. Ja, eventuell einfach noch, um da jemanden auszustatten. Und man denkt sich vielleicht, okay, wenn er Riegel spielt, dann hoffen wir sowieso drauf, dass er irgendeine klasse Aktion damit reißt und halt schnell die Headshots hintereinander reinböllert. Und es halt so dann einfach keinen Unterschied macht, ob er Kevlar anhat oder nicht. Dafür konnte er halt eine Pistole mehr legen einfach, aber wie gesagt, das ist halt... Das ist halt die große Frage, was da geplant war. Ist das Cypex derjenige, der am B-Spot einen hat? Aber da stehen zwei Leute im Moment noch im Connector und die werden ihn auf jeden Fall auch angehen. Sollten sie ja bloß ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht versehentlich den falschen Zeitpunkt abpasst. Kerrigan, Kerrigan offensiv gepusht und das war die Bombe. Das war die Bombe, die da gerade eben rausgenommen wurde. Und man hat die Überzahlsituation gleichzeitig bei Astralis quasi. Sie sind jetzt ein Spieler mehr und wissen momentan, wo die Bombe liegt. Und Kerrigan hat die Bombe nicht nur down, sondern auch noch unter Kontrolle. Ja, und er kann sie jetzt, oder hätte sie mit seiner Brandgranate noch ein bisschen länger halten können. Wenn er die nicht gerade eben direkt in die Smoke reingeworfen hätte, so wird sie höchstwahrscheinlich wieder auf Flipside gehen. Jawohl, da konnte sie auch schon gepickt werden. Aber es hat sich viel Zeit gekostet. Viel Zeit zum einen und vor allem auch Equipment. Sie haben nur noch 15 Sekunden und wenn die Bombe jetzt noch ein einziges Mal stirbt, wenn sie nicht sofort durchkommt, dann wird die Runde hier einfach auslaufen. 10 Sekunden auf der Uhr, World Edit muss richtig Gas geben. Er hat jetzt keine Zeit mehr für irgendwelche zweiten Chancen. Er muss sofort blenden, wenn der nicht durchgeht. Wie gesagt, dann ist die Geschichte im Schacht. Schaut aber ganz gut aus. Zumindest die Bombe nochmal gelegt. Aber man ist immer noch in der Unterzahl. Also die Runde ist hier noch längst nicht gegessen. Sehr, sehr gute Chancen für Astralis, immer noch die durchzubringen. Markelov mit 17 AP da drüben in der Ecke, der kann jederzeit abgeämt werden und dann ist er einfach sofort tot.
Jawohl, genau, das meinte ich damit. Stipex zieht rum, checkt einfach nur die Ecke und dementsprechend geht Makalos sofort down und World Edit, der wird da vermutet, der wurde auch schon gesehen. Hat jetzt also auch einen schweren Job. Den ersten in der Mitte, den zweiten auch den Headshot verpasst, Stipex. Aber dann ist die Weiß zum Glück da, um ihn zu refragen oder überhaupt nicht zu refragen, sondern einfach nur rauszunehmen. Der Frag an Stipex war noch gar nicht gefallen und der Defuse. Oh mein Gott. Der geht noch durch, aber knapp. Der war knäpplich, würde ich mal sagen. Eieiei, aber wieder eine dieser Eco-Runden, die halt einfach geholt wird. Oder, ja, man muss fairerweise schon Frostball sagen. Also ein Frostball war es auf jeden Fall. Sehr, sehr schön, aber auch ausgespielt wieder. Wie gesagt, gerade dadurch, dass halt, gerade dadurch, dass halt wieder Kerrigan die Bombe da rausbekommen hat. Denn das hat sowieso alles schon halt super, super schwer gemacht für Flipside. Und dadurch mussten sie erst zu Gas geben, konnten sich halt überhaupt nicht mehr positionieren, waren sowieso nur noch zu zweit. Das hat sich halt auch super viel Equipment gekostet, alles einfach. Also das war halt eine gute Aktion von Kerrigan. Und nicht unbedingt die deine, ja, doch eigentlich schon die deine Waffengewalt. Please Valve, Nerf Pistol. Flipside, schöner Versuch mit dem Boost. Oh, die Player hat aber auch gut daneben geholzt. Gagen. Das Kill hier schon gesetzt jetzt in dieser Runde. Also man ist auf jeden Fall in der Überzahl. Erstmal alles hat hier sowieso wieder halt den Waffenvorteil schlicht und ergreifend, weil sie halt nur gegen eine Eco spielen. Die Player hat eine schöne Position gesucht. War ein bisschen unglücklich von Makelov da. Aber die Weiß hat ja alles im Griff. Der muss hier nur die Bodyshots verteilen. Das reicht schon. Oder die Bauchshots verteilen, damit die Gegner hier down gehen. Einer nach dem anderen. Und dann Dupree mit dem letzten Kill in dieser Runde. 2 zu 1. So, nochmal ganz kurz gegen Sipex. Ich weiß schon, es wurde lange, lange Zeit Sipnix gesagt. Oder ich weiß, es gibt viele Möglichkeiten, wie du aussprechen kannst. Es ist zum einen völlig egal, wie man ihn ausspricht. Jeder weiß, wie ich meine. Und zum anderen meinte er selbst mal in einem Interview, dass man es einfach Sipex spricht. Aber wie gesagt, das kann jeder aussprechen, wie er mag. Es ist eigentlich auch völlig wurscht, weil wie gesagt, ihr wisst ja, wie ich meine. Na, immer mit der Ruhe. So, Device, AWP. Oh, und der saß gegen Makelov. First Frag, also damit schon mal gezogen. Es ist die erste Waffenrunde, die wir gerade spielen. Die erste richtige Waffenrunde. Schade, hat da einfach nur gewartet. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da nicht eigentlich ein Flash von Kerrigan hätte kommen sollen. Aber der hat ja alles im Griff. Übrigens zieht den ersten. Hat auch schon auf dem Schirm, dass da eventuell noch mehr nachkommt. Kleine Popflash ausprobiert. Kann zumindest noch einen zweiten nehmen, wird aber dann von World Edit gerefragt. Ist aber eigentlich nicht so schlimm. Also er hat seinen Job da auf jeden Fall erledigt. Blade und World Edit sind jetzt beide in derselben Position und zumindest die AWP ist halt auf jeden Fall bekannt. Scheint er nochmal ganz kurz rumziehen zu wollen, aber die weiß auch hier wieder die richtige Position, sondern das sehen wir es manchmal einfach, was sogar in AWP-Duellen einfach nur das Positioning ausmacht. Ja, man, du musst nur richtig stehen, sodass du den Vorteil hast, den Gegner früher zu sehen, als er dich sieht. Und schon wird halt jedes AWP-Duell zu einem Easy Frag. Das haben wir vorhin auch auf Mirage schon mal gesehen, wo er sich gegen das Window platziert hatte und halt da oben im Haus eben auf der linken Seite, oder nicht gegen das Window, sondern gegen die Küche, gegen das Küchenwindow platziert hatte und da quasi im Haus oben auf der linken Seite eines dieser Fenster saß. Und das ist halt dann einfach ein Easy Frag für ihn, weil er sieht den Gegner so viel früher, als er ihn sieht, dass es halt, ja, ganz, ganz locker geht. Oh, die weiß, die Play und nochmal die Play. Auch diese Eco läuft, oder die Anti-Eco läuft wieder sehr, sehr gut. Sipex mit dem nächsten, dann ist es auch nur noch KGB und, andersrum, dann ist es nur noch Bondic und KGB, der ihn letztendlich rausnimmt. 4 zu 1 also für Astralis. Zumindest haben die Dänen schon mal wieder einen guten Beginn erwischt. Die Pistol haben sie abgegeben, das kann jederzeit passieren, auch weil World Edit halt in diesen Pistol Rounds jetzt schon zweimal so einen riesen Einfluss hatte, dass du es halt wirklich nicht unbedingt kontrollieren kannst. Also, ich meine, er hat in der Pistol-Round auf der T-Seite auf Mirage einen Ace gemacht und hier jetzt auch wieder einen 3K. Wie gesagt, da kannst du halt nicht unbedingt immer was dagegen machen. Aber dann halt sofort wieder die zweite Runde geholt. Die erste Waffe wurde jetzt auch gewonnen. Jetzt schauen wir, wie diese zweite ausgeht, ob Astralis da auch wieder erfolgreich ist. Die weiß, erneut mit dem First Frag, auch der ist wieder absolut easy. Blade kann zwar entsetzen, wird aber von Sipex auch wieder hier gerefragt, ebenfalls rausgenommen.
Aber zumindest konnte World Wild hier nochmal ausgleichen. Mal schauen, was die Veda noch machen kann. Boah, eine schöne Positionswahl auf jeden Fall, ja. Das ist ja wieder so eine Ecke, die ist halt eigentlich total obvious. Aber sie wird halt selten gespielt. Und genau deswegen checkt sie halt keiner. Das ist ähnlich wie auf Mirage der Anti-Ninja quasi. Wollte den nochmal gegen Kerrigan. Aber das ist halt wirklich wieder sowas, da guckt einfach keiner hin. Du kannst halt einfach komplett offen stehen und du wirst einfach nicht registriert. Obwohl du halt einfach wirklich komplett offen stehst. So, wollte den Bombe geplantet im 2 gegen 1. Cage und die Pre scheinen ihn da aber, oder könnten ihn zumindest ganz gut ins Crossfire nehmen, denn sie haben sich eigentlich sehr gut positioniert. Einer oben im Sniper-Nest und einer unten über den Monstergang. Ja, aber es ist sowieso Cage und der direkt den Kill setzt. Hat gar nicht mehr gewartet, bis die Play wirklich genau in Position war, aber gut, ich meine, es hat völlig gut funktioniert. Dementsprechend also auch diese Waffenrunde wieder in Astralis ist jetzt schon ein bisschen knapper geworden, ja, als es auf Mirage manchmal der Fall war. Aber letztendlich Astralis trotzdem erfolgreich. Und somit also, wie gesagt, diesen guten Start jetzt definitiv vollendet. Ja, jetzt haben wir dieses 5-1 schon mal rausgespielt und das ist definitiv sehr komfortabel. Gut ist es halt gerade immer, wenn man verhindern kann, dass der Gegner am Anfang, wenn der die Pistole gewinnt, dass der halt gleich sich zum Beispiel diese 3 T-Runden rausspielt. Weil das halt dazu führen kann, dass du dann sehr früh in der Halbzeit halt einen großen Druck auf dir lasten hast. Und genau das konnte man halt jetzt in dem Moment einfach verhindern. Ja, man hat die zweite Runde direkt wieder geholt. Hat gar nicht erst zugelassen, dass Flipside da eventuell ein 3-0 rausspielt, wenn dann die erste Equip-Run auch noch schief geht, vielleicht sogar ein 5-0 oder noch schlimmeres. Sondern hier sofort wieder die Kontrolle übernommen. Sieht auch alles wieder sehr gut aus, was sie bisher spielen. Device. Nächstes AWP-Duell, er gewinnt aber auch am laufenden Band heute gegen World. Das muss man jetzt auch schon mal dazu sagen. Selbst wenn er nicht die selbst wenn er nicht die bessere Position hat, sehr schöne Schüsse davon, Device. Der ist aber auch so ein Schlawiner. Also, Device, ich bin gespannt, wie er sich jetzt in 2016 entwickelt. Klar, er war schon immer sehr gut und er ist auch meistens sehr, sehr gut, aber er hat auch immer wieder so Hoch- und Tiefs drin, was sicherlich in einem gewissen Rahmen auch normal ist, aber bei ihm ist es halt manchmal schon extrem. Aber ja, wir sehen es schon hier. Heute Device auf jeden Fall super stark dabei. Bondic hat da den Boost einmal noch ganz kurz rausgefischt. Gespielt wird wie immer Max Round 30. Das heißt also, wer hier zuerst 16 Runden holt, hat gewonnen. Nach 15 Runden wird die Seite getauscht. Ist immer so. Naja, bei allen CSGO-Spielen in der Profi-Szene wird eigentlich immer NR30 gespielt. Device wieder mit seiner AWP gegen Bondic. Da merkst du dann auch, okay, Bondic fehlt halt ein bisschen die AWP-Erfahrung. Der ist halt einfach nicht schnell genug, um gegen Device zu reagieren. Der halt normalerweise auch die Main-AWP ist. Und da war es nur noch Markelov. Die Waffenrunde sah halt jetzt wieder deutlich, deutlich besser aus. Auch zum großen Teil dank Device. Und dann Cypex, der hier den Reflect an Markelov auch noch zieht. Also Full Control bei Astralis. Das müsste jetzt eigentlich die nächste Eco bedeuten bei Flipside. Man könnte genau entweder, ja gut, weiß ich jetzt nicht, ob der Force bei Dauerwinning sein müsste. Man hätte halt auch einfach eine Kevlar-Eco machen können. Ja, Tag 9, Kevlar, 2 Flashes, so wie es World Edit macht. Da siehst du ja, dann bleiben 1600 übrig. Du kriegst sowieso den maximalen Loser-Bonus, 3400 und dann kannst du locker kaufen nächste Runde. So wird es halt jetzt gerade bei den. Also, wenn man dann AKs kaufen möchte in der nächsten Waffenrunde, wird es halt wahrscheinlich wenig Equipment dazu geben. Außer man legt jetzt die Bombe. Die weiß der alte Rabauke. Das ist wohl richtig. Das trifft ganz gut. Rabauke ist gerade echt richtig. Hallodri. Schlawiner. Lausbub, alles. So, Cypex und Kerriger werden ein bisschen unter Druck gesetzt und dieses Mal kommt man ziemlich gut durch am B-Spot. Und das könnte hier eine sehr, sehr gefährliche Runde werden. Markelov ist da noch auf dem Weg, wurde aber auf jeden Fall gehört. Also, ja. Die Pre wusste definitiv, dass er da ist, konnte aber trotzdem nichts dagegen machen, weil Markelov einfach Full YOLO da rausstirlet. Ah, Device und Cajun im 2 gegen 4 jetzt. Ich weiß nicht, ob sie den Retake direkt noch angehen wollen. Also sie haben ja den Boost noch gespielt, aber der ist glaube ich trotzdem eher noch so defensiv gedacht. Obwohl man jetzt immer 2 Kills bekommt, aber trotzdem haben beide Spieler ziemlich gelitten. Und dementsprechend zieht man sich ja auch zurück. Also man gibt die Runde auf, es wird die zweite für Flipside sein. Jetzt haben wir mal schön gesehen, so ein kleiner B-Rush. Die Gegner waren einigermaßen unvorbereitet. Cypex und Kerrigan standen ein bisschen komisch da. Also was heißt komisch, aber sie standen halt relativ offen und konnten dementsprechend auch schnell rausgepickt werden, wenn sie halt nicht sofort die Frags ziehen. Aber dementsprechend, ja, wie gesagt, die Runde auf jeden Fall verdient hier. An Flipside gegangen, auch wenn sie im Endeffekt nochmal sehr, sehr teuer geworden ist. Das muss man definitiv dazu sagen. Astralis hat jetzt noch kein Geldproblem, sie werden die Runde kaufen können.
oder sie haben die Runde gekauft und sie werden auch nächste Runde wahrscheinlich noch kaufen können. Wenn sie jetzt die verlieren natürlich, das ist die Voraussetzung. First Track von Device sitzt also auch hier wieder. Und das ist ganz klar was, was hier wieder sehr auffällig ist. Device kann ständig die Gegner einfach nerven. Ich glaube, dass bisher jede Waffenrunde für Flipside halt einfach mit einem Nachteil angefangen hat, indem halt Device da irgendwo vorkommt, kurz mal offensiv schaut und bam, First Track. Und das ist halt, deshalb problematisch für Flipside, halt, wenn sie ihn, und ich meine, sie können ihn momentan nicht unter Kontrolle kriegen. Die Duelle verliert World Elite jedes Mal. Und wer soll es sonst momentan mit ihm aufnehmen? Also Device hier den Spieler oben wieder gesehen. Ist eine ungewöhnliche Position, die da gespielt wurde von, meint ihr was? Von Blade. Die hat jetzt auch gerade dafür gesorgt hat, dass er nicht rausgenommen wurde. Konnte den Frag zwar selber auch nicht setzen, aber gut. Das ist jetzt eher Meckern auf höherem Niveau. Zumindest ist halt weggekommen. Und das ist eigentlich gerade echt was, was man sagen muss gegen Device. Gar nicht mal so schlecht, dass er überhaupt noch escapen kann. So, Shara. Mal machen, jawohl. Und jetzt ist der B-Spot, der da ein bisschen wackelt. Komisch eigentlich, da wird einfach durch die Smoke gepusht und trotzdem kein Frack gezogen. Naja, gut. Das ist halt die Frage, was man noch vorhat. Man ist im 3 gegen 3, den Retake könnte man eventuell noch angehen. Gut, jetzt ist die Prey rausgenommen. Schau mal, sie wollen es wohl trotzdem noch angehen, ja. Die weiß oben im Sniper-Nest. Ja, es wird aber auch gut gespielt. Sie zeigen sich einfach kaum. Sie zeigen sich jetzt, ja, aber jetzt ist es sowieso schon zu spät für Astralis. Also jetzt dann auch rauszugehen, sie müssen ja sowieso irgendwann weg vom Spot, also ist schon okay. Tja, Device arbeitet und arbeitet und arbeitet. Holt sich da drei Frags. Aber es hilft nichts. So, einmal, was ich gerade meinte. Sie können natürlich auch kaufen, wenn sie gewinnen. Aber ich meinte, wenn sie gewinnen, das war jetzt einfach die Voraussetzung, dann können sie so oder so kaufen. Ja, aber jetzt, wo sie halt verloren haben, haben sie trotzdem genügend Geld. War jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, hast du recht. Aber im Prinzip ist es völlig klar. Und das andere, warum Device jetzt nicht mehr Devi, sondern wieder Device heißt, weil Valve sich geweigert hat, den Namen in-game zu ändern. Das heißt also, auch auf den Stickern und so weiter wäre jetzt immer Device gestanden und das ist natürlich Quatsch. Dementsprechend hat er gesagt, okay, ja, wenn Valve keinen Bock hat, dann muss ich halt trotzdem weiter Device heißen. Wie auch immer. Also was mich jetzt aber gerade mehr interessiert, warum die B-Deckung da momentan so nicht solide steht. Man könnte eigentlich die Weiß momentan einfach alleine auf A stellen, würde wahrscheinlich genauso gut funktionieren. Und die anderen vier Leute einfach direkt hier auf den B-Spot drauf. Man hat sowieso schon umgestellt, 3-2 ist auch schon sehr B-orientiert. Die Prey muss halt relativ vorsichtig sein. Er steht eh recht nah bei die Weiß dran, dass er ihn vielleicht sogar unterstützen kann oder halt andersrum auch von die Weiß unterstützt werden kann. Da kommt immer die Flash, aber ja gut, die ist halt easy zu dodgen für die Prey. Naja, nebenbei natürlich hier Device wieder den First Break gesetzt gegen World Edit. Also das ist sowieso, das ist eigentlich momentan wirklich so eine Konstante. Du kannst dich aber darauf verlassen, jede Runde wird wahrscheinlich der First Break von Device einfach kommen. So, Bondic gegen Cage Love folgreich gewesen. Also trotz dieser Dreierdeckung auf dem B-Spot wieder zwei Leute gefallen und man ist wieder sehr, sehr weit vorangekommen bei Flipside. Gut, der dritte B-Spieler kann jetzt noch ein bisschen Zeit rausholen. Cypex verzögert hier also Flipside und kann so damit dafür sorgen, dass Device jetzt erstmal nachschiebt. Gewinnt sogar nochmal ein Duell, obwohl er noch Low AP hat. Oh, Device, das war jetzt mal ein Fehler. Da ist er viel zu weit rausgegangen. Er wusste ja nicht, ob kurz momentan noch jemand steht. Klar, er will den Refrag ziehen. Aber in dem Moment hätte er ein bisschen egoistisch sein müssen. Dupree setzt den ersten Headshot und Blade muss sich erstmal noch zurückziehen. Er kann die Bombe noch nicht legen, solange diese Brandgranate da unten noch offen ist. Und Dupree entscheidet sich dafür, hier nochmal rumzuschieben und das Ganze lieber unten von CT auszuprobieren. Blade hat es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil er einfach zu lange blind war. Oh. Ja, und damit hat er nicht gerechnet, dass Dupree so schnell verschiebt. Hat er aber, und dementsprechend gibt es die Runde Nummer 7 für Astralis, aber wieder ein sehr knappes Ding. Und man muss jetzt festhalten, jetzt ist es komplett klar, dass die B-Deckung nicht nur zwei der Runden geschwächelt hat, sondern Probleme hat.
Aber gut, man kann sich da bei Astralis jetzt zumindest in dem Sinne erstmal ein bisschen Luft verschaffen, weil Flipside halt die Runde sparen muss. Also ich an Flipsides Stelle würde jetzt trotzdem einfach zu fünft auf dem Baseball draufhauen, wenn es halt bisher so gut funktioniert hat in den Waffenrunden. Einfach hoffen, dass es gut ausgeht. Aber die B ihren ersten am Connector rausgenommen. Da ist schon einer vorbei, der könnte gefährlich werden, weil er wahrscheinlich nicht angesagt war. Gerade die Weiß mit seiner AWP möchte er lieber nicht auf die Close Range spielen. Aber die Prey beschützen hier relativ gut. Konnte zumindest World Edit noch picken. Jetzt kommt Blade um die Ecke. Nimmt ihn da auch noch raus? Oh, die Weiß steht da immer noch close. Ist jetzt letztendlich sogar auf seine P2000 umgestiegen. Hat aber perfekt funktioniert. Und dann war es nur noch Shara. Und auch der wird hier gegen Cajun B zerlegt. 8 zu 3 für Astralis. Antieco ausgespielt. Zwei Leute verloren. Ist okay. Damit kann man leben. Weiter geht's in die nächste Waffenrunde. World Edit wieder an der AWP und ganz ehrlich, der Junge hat heute einfach keinen Spaß gegen die Weiß. Klar, er muss versuchen, diese First Tracks zu ziehen, aber es funktioniert halt so gut wie nie einfach. Was man ihm aber auch nicht wirklich verübeln kann, denn die Weiß ist halt heute einfach so schnell an der linken Maustaste. Jetzt hat er sie letztendlich mal falsch positioniert. Da sieht halt Shara ihn einfach früher, beziehungsweise hat die Weiß vielleicht einfach die falsche Position überprüft im Scope. Also jetzt haben wir wirklich mal einen Fehler gehabt. Das war jetzt einfach mal eine Sache, die Shara gut ausgenutzt hat. Und ich bin gespannt, ob Astralis sich aus der Situation noch befreien kann. Kerrigan und Cajun können da zwar nochmal runter traden, aber trotzdem ist man immer noch in der Unterzahl. Man hat es 3 gegen 2 und wenn Kerrigan jetzt nicht hier einen bekommt, das könnte aber ganz gut passieren. Er hat Markelov auf jeden Fall gesehen, entscheidet sich aber lieber dafür, erstmal nicht zu schießen. Und er möchte sich da noch ein bisschen verteidigen mit Flashes, mit seinem Brandgranate. Jetzt muss er vor allem vorsichtig sein, er weiß, die AWP ist irgendwo da, er kann also nicht mehr wirklich gegen Kurz facen, möchte World Edit lieber in die Close Range irgendwie locken. Aber Flipside ist natürlich vorsichtig, sie wollen sich erst bondig arbeiten lassen. Kerrigan ist angesagt, verliert sein erstes Duell sofort. Auch wenn Cajun hier wieder den Reflex zieht, ist World Edit sofort zur Stelle, um diesen Kill zu machen. Also zumindest da, wenn die Weiß tot ist, kann World Edit mal irgendwie zur Tat schreiten. Auch wenn es hier nur ein Frag war, es ist okay. Er muss ja auch nicht mehr machen. Tja. Und die Weiß. 18 zu 5. Sprich, denke ich mal, Bände. Aber man muss jetzt trotz allem sagen, klar, er macht viele wichtige Frags und er macht vor allem auch viele Frags. Aber so komplett am Carryen ist er jetzt momentan auch nicht. Also ich meine, Dupree und Cypex mit 12 und jeweils 10 Frags sind jetzt nicht so weit abgeschlagen. Gut, Kerrigan ist schon mal eine andere Nummer mit 4 Frags hier. Der ist schon ziemlich weit unten. Aber der Rest, der ist schon einigermaßen dran an die Weiß zumindest. Cypex sollte die AWP vielleicht lieber sein lassen, sehe ich da gerade. Oh, Peter, er schießt immer wieder ins Geländer rein. Dupree hatte sich die Waffe geschnappt, na, hat sie anscheinend nicht erwischt. Man hat noch eine zweite AWP bei Cajun B. Momentan auch noch da. Mal schauen, was die Preda jetzt noch machen kann. Er will unbedingt diese AWP haben, wird aber im falschen Moment von Bondig erwischt. Das ist aber nur Timing-Pech. Sowas passiert halt, aber dieses Timing-Pech kann auch noch dadurch entstehen, dass die Preda halt unbedingt an die Waffe ran wollte, was man ihm jetzt nicht verübeln kann. Ja, es ist klar, dass er versucht, da ranzukommen, aber dadurch entstehen halt eben solche Geschichten, dass er dann halt so im offenen Feld erwischt wird. Aber wie gesagt, das ist halt, es wäre es schon wert gewesen. Wenn er an die Waffe rankommt, dann hätte er halt einfach eine fucking AWP, mit der er halt da hätte arbeiten können. Aber so hat es wohl nicht funktioniert. So, okay, HMB verschießt auch, zumindest den zweiten erwischt er. Also ich glaube, das Orping sollten sie vielleicht einfach die Weiß überlassen. Der Forcefight nicht funktioniert, man wird also bei Astralis jetzt erstmal in die Eco müssen. Eine Runde auf jeden Fall sparen. Weiß nicht genau, wie es gerade vom Loser-Bonus aussieht. Na, das wird noch alles ein bisschen eng. 2-4 haben sie jetzt gerade bekommen. 1-9. 2-4 gibt es dann nächste Runde. Ja, wird knapp. Wird's knapp. Muss man ein bisschen schauen, wie man damit umgehen kann. Also kaufen kann man schon, ja. Was mir wieder Granaten fehlen. So, B-Spots, gut. Sah jetzt unvorbereitet aus, war es auch, aber was sollte CDs jetzt groß gegen machen, wenn sie halt keine Nades oder sonstiges dagegen haben einfach. Der B-Spots auf Overpass als CT ist relativ abhängig halt von dem, was du auch dagegen schmeißen kannst. Gute Flashes, gute Molotovs, gute Smokes können da halt schon so viel aufhalten einfach. Markelov, glaube ich, wurde da gerade noch im Hochspringen gesehen. Cajun könnte sich ihn da vielleicht noch snacken, aber ich denke mal, Markelov wird schon dementsprechend vorsichtig sein. Es sind immer noch 3 Spieler von Astralis am Leben, aber die können halt nicht wirklich auf die Runde gehen. Klar, sie können gerne noch versuchen, ein bisschen zu nerven, aber das wäre es dann auch.
Cajun verliert das ein Duell. Duplay versucht es auch noch. Man, oh, das war sogar die AWP. Oh, World Did It. Ja, wäre wahrscheinlich mehr weggekommen. Markelov auch noch. Wäre noch ein bisschen mehr Schaden gewesen. Markelov wurde noch von der Bombe weggeholzt. Also 8 zu 6. Oh, auf diesem guten Start auf jeden Fall ein bisschen nachgelassen bei Astralis. Gerade jetzt auch die Weiße, die letzten zwei, drei Runden nicht mehr für diese Entry-Flex sorgen konnte. Ist jetzt sicherlich kein schlechtes Ergebnis, was Flipside da rausgespielt hat. Egal, ob es jetzt ein 9-6 oder dann sogar auch besser für sie ein 8-7 wird. Also wäre sicherlich nicht verkehrt. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat man so das Gefühl, dass der Schein hier noch ein bisschen trügt. Und gerade auf der T-Seite kann halt dann ein gut funktionierender Duplay diese Carry-Rolle halt einfach noch ein bisschen mehr einnehmen, als die jetzt auf der CD-Seite können. Was sie da auf der CD-Seite vielleicht gar nicht so wirklich machen können, einfach weil wenn natürlich jetzt der Baseball jede Runde down geht und wir haben die Prey und die weiß jetzt schon echt oft in den Retake-Situationen gesehen am Baseball, dann ist es halt auch schwieriger, was dagegen zu tun, weil du halt nicht einfach jede Runde retaken kannst, das geht einfach nicht, wenn die T's nicht komplett RIP sind, und das sind Flips halt momentan noch nicht. So, die Runde sehr, sehr langsam angespielt, bisher noch kein Frag gefallen, 55 Sekunden schon fast vergangen, und zwar genau jetzt. Also Flipside spielt da sehr bedacht. Das ist eigentlich eher so ihr Spielstil, den sie normalerweise pflegen. Duplay hat sich da in der Smoke positioniert und das ist sehr klar. Bondic hat ihn zwar noch gesehen, konnte aber trotzdem nicht mehr rechtzeitig reagieren. Das war eher so der Alibi-Check. Gleich wieder umgedreht, nachdem er ihn eigentlich gesehen hatte. Cypex sehr schön gegen Shara. Auch der hat funktioniert. Blade nochmal gegen Duplay erfolgreich. Das ist nicht ganz so gut ausgesehen, der Däne. Aber noch ist Astralis in der Überzahl. Sie haben keine Granaten mehr. Das ist, könnte hier ein wichtiger Faktor sein, weil Flips dann einfach noch genügend da hat, um jetzt nochmal in Diego zu starten. Und Kerrigan müsste jetzt endlich mal glänzen da auf seinem B-Spot. Das hat er bisher noch nicht ganz so können. Diesmal nimmt er die Bombe raus. Wird sofort gereflect. War es aber absolut wert. Auch wenn jetzt hier nochmal Reflect fällt. Also insgesamt, ob das 2 gegen 1 runtergefällt wird. World ist alleine und der wird von Device einfach über den Haufen geschossen. Also auch mit der M4 geht rein. Wie heißt die Weiß eigentlich mit Vornamen? Nico, glaube ich, irgendwie sowas. Also die dänische Version davon. Nikola? Also ich weiß nicht mehr genau. Also wie gesagt, auf jeden Fall trifft er heute sehr, sehr gut. Sowohl mit der AWP als auch mit den normalen Zeichenwaffen. Und somit haben wir 9 zu 6 zur Halbzeit. Wie gesagt, kein schlechtes Ergebnis für Flipside. Gar keinen Fall. Aber ich denke, man sollte Astralis absolut nicht unterschätzen. Wir haben es ja gerade eben auch schon auf Mirage gesehen. Da können sie auch einfach mal ein 13-2 rausspielen zur Halbzeit. Auch auf der D-Seite, wenn es sein muss. Gerade weil diese Einzelspieler halt da ein bisschen mehr tragen können einfach. Na gut, das müssen wir jetzt, denke ich, mal abwarten. Kleines Poison, da gibt es noch. Warum? Weiß ich nicht hundertprozentig. Wie gesagt, wir haben hier leider den Ingame-Chat nicht. Kann sein, dass irgendjemand einfach noch AFK ist. Vielleicht die Pizza an der Tür. Man weiß es nicht. Vielleicht auch die Pizza am Ofen. Nikolai heißt er doch. Okay. Na, da seht ihr mal. Na, kein. Ah, jetzt okay. Bot worldet. Ich habe gar nicht zugeguckt, was er gemacht hat. Ich habe gar nicht hingeschaut. So, geht's da weiter? Ja, wollt, da kommen die Restarts. Das sieht gut aus. Also. Wie gesagt, 9 zu 6 zur Halbzeit. Astralis ist momentan noch in Führung. Könnte sich natürlich jetzt alles mit einer gewonnenen Pistol bei Flipside sehr schnell drehen. Dann hast du wohl jetzt 9 zu 9, wenn dann die ersten Waffenrunden gut funktionieren. Wer weiß, aber gut. Wir kennen Astralis und sie haben ja definitiv auch einfach die Chance, hier direkt alles dicht zu machen und im schlimmsten Fall sogar 16 zu 6.
Oh, schade. Kann da ein mitnehmen. Schade. Das ist so die klassische Situation für einen 4K oder sogar für einen Ace in der Bis-Round. Oh, Device springt Blade einfach voll ins Gesicht rein. Device schon wieder mit 3 Kills. Ey. Der nimmt sich die hier auf den Rücken. Also jetzt wird es aber langsam sicher doch ein bisschen klarer halt. Und der wird sich da auch ein bisschen mehr abheben. Device macht da noch so ein Ace. Könnte er. Nummer 1. Und da ist das Ace ACE-Saft von Device zum Abendessen. 10 zu 6, zweites Ace des heutigen Tages. Einmal war es, wer war es denn vorhin? Einmal war es World Edit in der Pistol, in der T-Pistol. Und jetzt war es gerade eben Device sehr, sehr schön durchgetackert mit der Tech 9. Tech 9 und Kevlar in der First Round ist toxisch. OP. You can't spell Tech 9 without OP. Sehr, sehr schön von ihm gespielt. So, da wird sie erstmal ein bisschen aufgeteilt. Man wartet ab, kommt Flipside da vielleicht irgendwo offensiv. Die haben wieder so ihren halben, in Anführungszeichen, Forceball gespielt. Was ich jetzt mal interessant finde, dass man für Schara eine UMP gedroppt hat. Denn die UMP ist eine sehr, sehr starke SMG, gerade auch gegen Rüstung. Und das könnte man sich hier vielleicht irgendwie zunutze machen. Schauen. Jawohl, da erwischt man den ersten T unvorbereitet. Cajun wollte gerade die andere Ecke checken, dann kommt da plötzlich einer um die Ecke. Astralis schon mal in der Unterzahl. Mal schauen, wie sie sich da rausspielen wollen. Sie sind jetzt zu dritt momentan Richtung B, wollen da wahrscheinlich rauskontakten dann. Versuchen viele Teams da quasi in der Anti-Eco dann da irgendwie rauszufahren. Die Weiß haben jetzt einfach alleine geschickt in der Hoffnung, dass er halt, weil er heute so gut trifft, irgendwie da rauskommt und halt Schaden macht, was bisher auch funktioniert hat. Jetzt müssen sie was aufpassen. Markelov steht da immer noch im Kurs bereit. Cypex wieder mal überprüfen. Jawohl, und da damit der McTen natürlich hier leichtes Spiel. Schade, und da kommt eben diese UMP zum Einsatz. Den müssen sie jetzt auf jeden Fall picken, ohne dass er noch weiteren Schaden anrichtet. Die Weiß kommt da rechtzeitig von hinten, macht den Backstabber. Jawohl, das hat schon mal funktioniert. World Edit hüpft da runter. Oh, kann sogar noch mal einen Break ziehen, aber trotzdem, jetzt sollte man es eigentlich unter Kontrolle haben bei Astralis. Die Bombe ist für sie geplantet, man kann sich hier einfach bedeckt halten. Müssen nur dann rumfacen, wenn die Gegner wirklich an die Bombe gehen oder halt irgendwie gepusht werden. Pushen wollen, so rum. Schade, erwischt mal einen, aber Cypex, der bleibt die ganze Halbzeit cool. Mit Mentos. Da bleibst du die ganze Halbzeit mit cool. Sollte man dem Trainer vielleicht auch mal was geben. Sonic heute auch da. Gebt dem Sonic doch auch mal was. 11 zu 6, Astralis holt sich diese Anti-Force-Runde. Hart erkämpft, aber sie haben sie gewonnen letztendlich. Jetzt geht Flipside nochmal in die Eco, müssen nochmal in die Eco gehen, damit nächste Runde die Waffen finanziert sind. Dementsprechend bei Astralis Dupree nur mit der P250 kann man ja absolut machen, wenn man weiß, dass der Gegner selbst noch die Eco hat. MAC-10, MP7, alles hier noch Waffen gegen Ecos, Device, der marschiert da einfach durch. Ja, das ist halt mit der MAC-10 auch. Ja. Easy. Müsste Leute gar nicht gesehen haben. Schöner Headshot. Kurz mal rübergezogen. Schon war wieder einer tot. Gut wäre es natürlich, wenn gerade Dupree jetzt vielleicht den World Edit erwischen würde, weil er sich dann einfach hier diese AK mitnehmen könnte. Ah, das war wohl nichts. Sellout Stream für Mentos. Sellout. Weil der letzte Überlebende wäre sicherlich nicht schlecht, wenn er die AWP einfach noch durchbringt. Die AWP sage ich schon. Wieso? Es passiert mir so häufig, dass ich zu AK AWP sage. Und ich weiß einfach nicht wieso. Aber gut, die AWP hat sie ja sowieso erledigt. Kann sie aber trotzdem eine kaufen und jetzt wirklich eine AWP. 12 zu 6, aber nichtsdestotrotz für Astralis. Und diese erste Waffenrunde vielleicht nicht komplett spielentscheidend, aber ich denke mal, wenn Astralis die gewinnt, werden sie trotzdem den Deckel draufsetzen können. Das Problem ist halt für Flipside, sie haben einfach keinen Raum mehr. Sie müssen jetzt die Runden holen, wenn sie die abgeben. Ja, die Waffenrunde. Denn dann wird es wahrscheinlich 14-6 stehen. Oh, halt jetzt. Nimm ihn doch! Ah, jetzt.
Hat ein bisschen gedauert, aber er kriegt die Weiße trotzdem. Hat er drei Chancen gebraucht insgesamt. Auf der anderen Seite natürlich auch die Weiße nicht getroffen. Ja, es gibt immer zwei. Es gehören immer zwei dazu. Und jetzt hat Wolter direkt noch einen zweiten hinterhergelegt. Wenigstens das hat dann direkt funktioniert. Die Pre macht jetzt aber Vollgas, hofft halt oder weiß auch, dass da an Lang momentan keiner stehen sollte. Jawohl. Blade böllert in den nächsten weg. Also mal schauen, ob sie da den Retake zum Laufen bringen. Dupree, den ersten, der wäre wieder mal so wichtig gewesen. Cypex, ja, gegen 3 wird es halt schwierig. Er weiß nicht, ob die Bombe schon durchdiffused wird. Sie liegt sowieso nicht hundertprozentig für ihn. Deswegen wollte er da einfach reingehen. Hoffen halt auch, dass er noch einen Frag zieht, damit er sich die Situation quasi noch erleichtern kann. Hat alles nicht funktioniert. 12 zu 7. Diese Waffen und geht aus dem Flipster. Und wie gesagt, die war relativ wichtig, denn sonst wäre es halt schon schwierig gewesen für sie. Da noch irgendwas zu machen, höchstwahrscheinlich. Ja, ist auch mal schwer zu sagen, halt so, aber gut. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist bei Astralis nochmal Geld da, um nachzukaufen. Zwei Pistolen. Also Cypex bzw. Dupree, die halt jetzt, oder Kerrigan und Dupree, die jetzt keine AK haben. Ist noch völlig okay, gerade Dupree mit der Deagle ist quasi eine AWP. Kann man so sagen. Construction reinzuspielen, aber Wolterwind, der kommt da einfach mal offensiv. Schöner Move von ihm. Kann man einfach mal reingucken. Hat sich direkt einen mitgenommen, wurde gerefragt, aber Markelov mit seiner Kobe-Nate am Start, um hier wieder einen rauszunehmen. Das heißt also, die Überzahlsituation immer noch bei Flipside. Man hat nur in Anführungszeichen Wolterwind verloren und die Prey und Device auf der anderen Seite rausgenommen. Ich denke mal, gerade Device ist mal ganz froh, wenn der nicht mehr in der Runde ist, wenn der weg ist. Okay, Jen, da ist mal der Entry-Frag zum B-Spot hin. Die Frage ist nur, wie viel sie jetzt daraus machen können. Markelov steht immer noch mit der AWP bereit. Wenn der überlaufen wird, zieht sie jetzt auch zu... Oh, der Weg. Der war mutig gewählt. Sagen wir es mal so. Okay, Jen, sehr schöner Headshot. Und Cypex, da verschießt der Markelov. Eieiei, und da ist ja alles schief gelaufen jetzt am B-Spot. Die beiden hätten da halt deutlich mehr anrichten können. Aber es scheint alles so, als ob Astralis sich hier nochmal rausspielen kann aus der Unterzahl-Situation. Bondig. Jetzt bleiben wir oben am Sniper. Und da hat er einen gesehen, glaube ich. Hat er hinten rausgeschaut, des bombenplantenden Spielers, aber das hat nichts mehr geholfen. 13 zu 7 für Astralis und das war eine bittere Runde für Flipside, denn die hat verdammt viel Geld gekostet. Vielleicht sogar so viel, dass es hier keinen Ausweg mehr gibt. Ja, okay, wir haben da keinen Bock mehr, okay. Klassischer Rage Quit. Mal, dass er da gleich wieder den Weg auf den Server findet. Der alte Schlingel. Die war jetzt momentan bei 27 zu 10 angekommen. Würde nicht wundern, dass es hier so komisch sortiert ist. Das ist bei der ESEA immer so, in der Halbzeit werden alle Scores wieder zurückgesetzt. Das heißt, wir sehen jetzt quasi nur, also was heißt nur, das ist ja auch nicht schlecht, wie wichtig ein Spieler quasi bisher in dieser Halbzeit war und wie viele Punkte er bisher in dieser Halbzeit gescored hat. Bei Flipside hat es sich halt jetzt trotzdem so geordnet, wie es vorher schon war. Bei Astralis halt ein bisschen durcheinander. Wir sehen jetzt Device 27 und ist trotzdem noch unter Cypex. Bitte nicht wundern, der Cypex hat sich nicht so hoch geplantet. Der hat bisher einfach nur in der zweiten Hälfte mehr Kills gemacht. Ist ja auch nicht schlecht. Ne? Ist ja auch was. Ist quasi der zweite Platz. So. Kerrigan wieder da. Damit sollte es hier eigentlich ziemlich bald weitergehen. Man hat erstmal wieder auf die AWP verzichtet bei Astralis. Liegt höchstwahrscheinlich auch daran, dass... Es liegt nicht nur höchstwahrscheinlich daran, sondern es lag daran, dass einfach kein Geld da war. Cypex hätte theoretisch eine droppen können, aber dann selber auf Kevlar und so weiter verzichten müssen. Das ist Quatsch. Dementsprechend hat man sich auch erstmal dagegen entschieden. So wichtig ist die AWP jetzt dann doch auch wieder nicht bei Device. Auch wenn er damit bisher sehr gute Leistungen zeigen konnte. Aber das wäre es einfach nicht wert gewesen. Gerade wenn Cypex bisher halt auch sehr, sehr gut trifft, macht es halt keinen Sinn, ihn dann ohne Kevlar an den Start zu lassen. André, jawohl. Gerade haben wir rechtzeitig übergezogen. Cajun auch mit dem nächsten Headshot hier. Also die beiden Entry Packs Richtung B sofort gesetzt gegen die Eco. Damit sollte man da eigentlich ohne größere Probleme durchkommen jetzt. Schauen wir mal, ob sich Bondic da vielleicht noch den Kerrigan gönnt.
Nein, anscheinend nicht. Ja, man kennt's ja, High After Retry, der absolute Klassiker. World Edit im 1 gegen 4. Der ist, oder was heißt, der ist, der wäre froh, wenn er hier seine AWP durchbringt. Ob es funktioniert, ist wieder die andere Frage, denn man weiß, dass er da oben irgendwo in der Nähe sein wird und man weiß vor allem auch, dass er versuchen wird, die AK zu safen. Da fällt sofort der Refrag. War ich noch ein bisschen glücklich von World Edit, dass er überhaupt noch Cypex erwischt hat. Aber gut, 14 zu 7. Also, es sieht alles danach aus, als ob Astralis da jetzt trotzdem wieder die Oberhand gewonnen hat. Man muss ja jetzt trotz allem sagen, jetzt geht es wahrscheinlich 16-14 für Flipside aus, aber man muss bisher auf jeden Fall sagen, dass sie trotz allem halt einfach das bessere Team waren. Zum großen Teil auch dank Device. Der hat halt Flipside einfach so krass genervt auf der eigenen T-Seite. Ständig mit diesen Entry-Frags, die er als CT setzen konnte. Da hätte ich halt auch keinen Bock drauf so. Ich meine, der hat jetzt trotz allem mittlerweile 27 Frags, also kann man schon mal carryen. Habe ich gerade schon wieder AWP zu AK gesagt? Ey, wieso? Every time! Es ist so unglaublich! Das gibt's, das ist irgendwie ist das so ein bisschen absolut falsch connected. Keine Ahnung. Ey, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Wenn es von mir wisst, das jetzt, wenn ich so mal verwechsel. Da, weil der Argo von Astralis, man scheint wie am Sand verläuft. World Edit hat auf jeden Fall alles unter Kontrolle. Sehr, sehr viel Schaden ausgeteilt. Auch einen rausgenommen und selbst dann auch einigermaßen gut weggekommen. Also diese erste Welle des Argos auf jeden Fall schon mal abgewehrt. Wir sehen ja auch Astralis, die sich hier erstmal zurückgezogen haben. Argo war jetzt nicht so berauschend bisher. Hat Welle den Gegner gesehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er die Preda hat vorbeilaufen sehen. Ich denke eigentlich fast schon, aber wir haben noch Infos. Warte, die Preda nimmt ihn einfach mit. Das war dann wohl nix. Jetzt auch die Flash bereit. Also man versucht es trotzdem nochmal auf den A-Spot drauf, auch wenn da momentan zwei Spieler bereitstehen. Boah, Dupree, da macht er seinem Entry-Fragger-Image mal wieder alle Ehre. Markelov ist auch irgendwo unterwegs, aber auch er wird vorsichtig sein. Jetzt gegen Dupree nochmal gefaced und da kommt der nächste Headshot. Sehr schön von ihm gespielt. Dupree einfach, wenn sie anders geht, dann mit der Brechstange rein und Cajun vollendet zum 15 zu 7. Astralis steht kurz davor, auch diese mit 16 zu 7 zu gewinnen. Flipside wird natürlich kaufen. Ach Jungs. Immer noch besser als die AWPs. Wer kennt sie nicht? Ich weiß echt nicht, woher das kommt, dass die AK bei mir einfach so als AWP verwurzelt ist. Ich habe keinen Plan, wirklich. Es macht dann auch eigentlich null Sinn so, aber... Ja. Vielleicht kommt ja in Bälde noch der Scope für die AK. Aber Valve traue ich ja mittlerweile alles zu. So, jetzt schauen wir mal, ob Flipside noch mal gegenhalten kann. Ob die allmächtige Knochenregel zutrifft. Oder ob da einfach schnell Ende Gelände gemacht wird. Jawohl, Blade, World Edit, Shader, alle fallen, alle tot. Markelov und Bondic müssen regeln. Können sie regeln, ist die Frage. Können sie nicht. 16 zu 7 geht auch Overpass aus. Und damit setzt sich Astralis mit einem sauberen 2 zu 0 durch. Gegen Flipside haben also beide Maps hier gewonnen. Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel. Easy. Kann man nicht anders sagen. Also Astralis